Guten Morgen, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Scholz bei Weltklimakonferenz in Ägypten. Der Bundeskanzler will sich am Nachmittag mit einer kurzen Rede an die Teilnehmer wenden. Dass er dabei eine weitere Aufstockung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung verkündet, ist nicht zu erwarten. Laut Klimaschutzministerium ist dieser bereits auf Höchstniveau. Merz lehnt Bürgergeld weiter ab. Der CDU-Chef hat der Ampelkoalition in den Tagesthemen vorgeschlagen, stattdessen zunächst nur die Hartz-IV-Regelsätze zu erhöhen. Noch in dieser Woche könne ein Bundestagsbeschluss auf den Weg gebracht werden. Bei der übrigen Reform gäbe es noch Gesprächsbedarf. Die Union hatte mit einer Blockade gedroht. SPD und Grüne in Niedersachsen unterzeichnen Koalitionsvertrag. Am Vormittag wollen beide Parteien in Hannover die künftige Landesregierung besiegeln. Am Dienstag soll Ministerpräsident Weil dann im Amt bestätigt werden. Selenskyj kritisiert iranische Waffenlieferungen. Die Hilfe des Iran für Russland verlängere den Angriffskrieg gegen die Ukraine und damit die Bedrohungen für die gesamte Welt, sagte er in seiner täglichen Videoansprache. Gestern habe Moskau erneut iranische Angriffsdrohnen eingesetzt. Teheran hatte am Samstag zugegeben, Drohnen an Russland geliefert zu haben. US-Wahlkampf geht kurz vor Zwischenwahlen in den Endspurt. Am Abend besuchte Präsident Biden unter anderem den Bundesstaat New York und übte scharfe Kritik an den Republikanern. Hunderte ihrer Kandidaten würden die letzte Präsidentschaftswahl noch immer leugnen, obwohl sämtliche Anfechtungsversuche vor Gerichten gescheitert seien. Biden warnte, die Demokratie sei in Gefahr. Das Wetter. Heute südlich der Donau freundlich, aber auch im Osten größere Wolkenlücken. Sonst viele Wolken mit einem lebhaften Wind im Westen und Norden, gelegentlich Regen oder Schauer. 10 Grad im Erzgebirge bis 18 Grad am Kaiserstuhl.